Hallo, ich bin Sven Rohde, ich bin Maler und Lackierermeister, technischer Fachwirt und Ausbilder Maler und Lackiererhandwerk. Heute möchte ich mit Ihnen darüber reden, warum es besser ist, auf eine Firma zu vertrauen, die einen Meistertitel hat. Das ist handwerksübergreifend und ist jetzt nicht nur aufs Maler und Lackiererunternehmen bezogen. Gerade jetzt in der Nebensaison ringen ja viele Firmen um Arbeit. Es ist knapper geworden alles. Draußen kann man nichts mehr machen. Gerade Maler und Lackiererhandwerk konzentriert sich alles auf die Innenarbeit. Da wird die Arbeit knapp. Und nicht jeder möchte noch vor Weihnachten drei Räume gestrichen haben. Nun vergibt man als Kunde oder lässt sich jemanden kommen, der ein Aufmaß macht und erhält dann wahrscheinlich Vergleichsangebote und erkennt dann relativ schnell, dass da Preisdiskrepanzen drin sind. Also dass das Gefälle von einem Niedrigangebot zu einem Hochangebot ziemlich drastisch sein kann. Das liegt daran, weil jetzt gerade, wie gesagt, wenn die Arbeit weniger wird, viele Firmen darum ringen, Arbeit zu generieren. Gerade denn fangen die ungelernten Betriebe an, beziehungsweise die keinen Meistertitel haben, sich zu unterbieten. Nun können sie aber in Handwerk nichts günstiger herstellen. Sie müssen gerade im Maler- und Lackiererhandwerk zum Beispiel 62 Euro die Stunde verrechnen, wobei da ein normales Material schon drin ist und die Steuern. Und sie können halt nicht zaubern. Sie können ja nicht auf einmal doppelt so viel herstellen in einer Stunde. Das funktioniert einfach nicht. Also wird gespart an die Grundierung, an den Klebemitteln, an die Sauberkeit der Arbeit. Das heißt also, Sie als Kunde müssen gerade jetzt in dieser Zeit abschätzen können, okay, wie realistisch ist das, was ich da bekommen habe als Angebot? Sind diese Arbeiten überhaupt in der Zeitspanne zu schaffen? Da kann man jetzt ziemlich schnell auf ein geiles Geilangebot reinfallen und hat dann das Nachsehen. Das ist mit das größte Problem, weswegen so viel schlechte Mundpropaganda im Handwerk ist. Das heißt also, viele Leute erzählen, ja, Handwerk, niemand hat man, dem man so richtig vertrauen kann, nichts funktioniert so richtig. Deswegen darauf achten, dass die Leistung, die sie ausgeschrieben bekommen, auch realistisch ist und sie das Vertrauen zur Firma haben. Bei Fragen können Sie mich jederzeit erreichen. Ich bin per WhatsApp, Telefon und E-Mail erreichbar. Ihr Maler und Lackiermeister zum Rohde. Ich freue mich aufs nächste Mal.